Schön, dass ihr wieder damit dabei seid, hier bei Landwirtschaft Simulator mit der Mistkäfer. Ja, moin. Genau. Es ist wieder ein herrlicher Tag. Geht zu Es ist Ende. 18:51 Uhr. Ich wollte sagen, herrlicher Tag beginnt, aber nee, er geht zu Ende. Wir fangen halt in der Nacht an arbeiten, wir sind nackt aktiv. Ja, passt doch eh. Er holt erstmal seine Kettensäge raus, ja, das ist super. Ab 18 Uhr muss man Lärm machen, damit die Nachbarn das wissen, dass man Ja, aber der arbeitet. Erdkräfter ist auch dabei, du hast dich auch gar nicht vorgestellt. Jo, mei. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir haben so viel gemacht, nicht. Warum steht der Mähdrescher da unten drin? Was zum Geier? Muss er... Wir sind ja. Ah, da sind wir stehen geblieben. Du bist mit dem Hänger Ja, gefahren. stimmt, ja. Wo steht denn jetzt? Moment mal, wo steht denn Mähdrescher? Ja, in der In der Garagenelfahrt. Garage einfach. Mörder, Mörder, Mörder. Ja, ich wollte einen neuen Hänger und du bist fortgefahren und wir haben hier super geparkt. Naja, ich bin ja mit dem Lenker unterwegs gewesen. Du hast aber den neuen Hänger schon gekauft, glaube ich. Ach stimmt, du fährst deinen Hänger holen, ja. Stimmt, da war ja was. Gekauft hatte ich ihn, ja. So, wir Ja, müssen das sah jetzt aus. da den Lass mal nächsten schauen, ob es links. jetzt mit Blinkern funktioniert. Bin auch gerade da am Testen. Ich hab's nur erwähnt. Ja, scheint zu funktionieren. Ja, wenn zwei Systeme drin sind, die das tun sollen, dann funktioniert's vielleicht nicht so gut. Ja, nicht so ultra mega geil. Das war ja immer noch eine So, Mitte. F1, damit Ruhe ist hier. Jetzt kann man auch wenigstens ein bisschen links rechts machen, ohne dass das Ding ausgeht. Das andere System wird dann einfach extra anders funktionieren. Wie war ich denn überhaupt? Genau, funktioniert wunderschön. Da ist der Hof, passt schon. Ich glaube, du müsstest meinen Hänger noch reparieren. Ja, könnt ihr machen. Was bekommen wir momentan? Du musst raus, da kann ich rein. Ja, habe ich. Momentan wird man 2400 kriegen. 2400 und wenn wir reparieren, kostet uns das mal einfach einsrecken 700. Das werden dann oder 800 fast. Das wären dann 3-2. Achso, Y. Was kriegen wir? 6-7. Das zahlt ja aus, oder? Das Doppelte. Da Kriegst du? verkaufen wir ihn. Ja. Der neue steht ja schon um die Ecke irgendwo. Ja. Da hinten. Da ist das Mods-Ding. Geiler Style. Damit lässt sich was machen. Ja, wäre das also, ja, also. Wir spielen mal Zelt. Ich fall rein. Fahr rückwärts. Ist ja fast ein Schlepper zu klein für den Hänger, ey. Zu groß für den Hänger. So. Komm, jetzt, hallo. Genau. Wie ging denn das mit diesen? Wir haben ja dieses komische Dings drin da, das ist Vehicle Sort Teiler. Ja, Wenn es überhaupt bei mir schon runtergeladen ist, das weiß ich gar nicht, aber ich gehe mal davon Das aus. hast durchaus recht. Ich weiß natürlich, wo das jetzt drin ist. Also ist Weiß. da drin. Kann sein, Deine dass es nicht drin ist. Tastatureinstellung immer noch nicht im Spiel ist. Und du hast dir immer noch nicht realistische Rundumleuchte eingeschaltet. Schalte ich in die ein, damit du die Das Klappe geht hältst. nicht. Ja, dann kann ich dir nicht helfen. Modus Gibt's für nicht die Einstellungen Farbblind. in erweiterten Grafikeinstellungen? Ach so, das ja stimmt, da war mal was. Habe ich dir ja mal mitgeteilt. Oder wer anderen Leuten. Die Frage ist, ob es durch das Update, wir spielen jetzt auf der Version 1.3 Punkt 0, falls da noch was kommen sollte. Ja, Man in den weiß es nicht. Tagen halt, vor der Ausstrahlung. Alter, aber jetzt, wo ich die Kamerawinkel auf 75 eingestellt habe, gell? Oder 65, ich weiß gar nicht. Zieht man wenigstens beide Rückspiegel im Schlepper? Das hätte ich Geil! jetzt sehr gerne. Moment mal. Das kannst du im Spiel nicht einstellen. Oh, ey. Wer hat dieses Spiel entwickelt? Aber das ist geil, jetzt wenigstens. Und du siehst zeitlich ein bisschen bei Fenster raus, das gefällt mir das. Du siehst einfach weiter hinten sozusagen.
Passt. Gefällt mir. Ja. Das gefällt mir. Siehst mal endlich was. Wieso kann man Spiele entwickeln, wo man im Spiel nicht alle Einstellungen ändern kann? Weiß ich nicht. Frag doch den Herold. Wir müssen selbst das Spiel immer neu starten, wenn du was an Grafik änderst. Ja, voll kacke. So, wie sieht's eigentlich aus mit unseren Feldern? Wir haben überall angesiedelt. Gehen wir davon aus, genau. Wachstum, im Wachstum, erntereif, okay, das heißt, die anderen kann ich mal düngern. Dazu brauche ich haben Dünger. Die Frage ist, bringt das jetzt was, wenn ich dünge? Weil eine Seemaschine ist ja auch Dünger. Ja, das ist jetzt, das steht auf einem anderen Blatt. Düngersteuer senken. Ich kann Düngersteuer nicht aufladen. Hat einen Grund? Ja, weil wir Dünger brauchen. Stimmt, den restlichen hatte ich ja für die Seemaschine gebraucht, gell? Und da ist ja, mir Saatgut drin. Säcke bringen uns jetzt natürlich auch nichts. Können wir wieder nicht holen. Doch, mit deinem Schlepper ging es. Schauen ja, ist möglich. Schauen wir mal, was wir Paletten haben und mal dahin zusammen. Flüssigkeitsdünger. Mineraldünger. So, wo kriegt man am meisten? Schauen wir mal, Platzierbaum oder was haben. Große Seele. Nichts wert, der Mist. Saatgut, Mineraldünger brauchen wir, gell? Flüssigkeitsdünger. Ist das ein bisschen teuer, aber egal. Du kaufst jetzt keinen Platz hier, aber. Ja, doch. Das mit dem Ding können wir dann später mal machen. Wie kannst du unser Geld verschwenden? Wie viel haben wir eigentlich? 80.000. Das ist eh gar nicht mal so wenig. Ja, nee, haben wir ja viel gemacht in letzter Zeit. Hast du die Forstwirtschaft haben auch ein bisschen gemacht? Da kriegt man natürlich viel. Ja, tue ich. Also, dass ihr das mit der Sicht eingestellt habt, das ist einfach nur geil. Das ist ganz anderes Feeling im Schlepper drin. Bringt das jetzt was, wenn ich über Erntereif nochmal drüber fahre mit dem Dünger? Wahrscheinlich nicht, weil kannst du ernten. Da ist ja der Wachstum abgeschlossen. Was ist denn hier los? Na egal, ich dünge einfach mal hier so durch. Da dann merkst, wie dein Geld mehr wird. Nicht. Nee. Geil. Anschalten B. Fahren jetzt zu. So, also mal gucken, wie breit er ist. So breit. Gut. Dann flitzen wir hier drüber. Keine Ahnung, ob das passt, was ich hier mache, aber ich mache was. Das Feeling mit der Kamera ist auch ganz anders. Also wie sie wackelt und so. Okay. Ja, weil du halt das viel mehr die ganze Bewegung mitbekommst. Warum fehlt hier diesen Teil nicht gesät? Ist das so gewollt? Wahrscheinlich. Ich bin im Unbekannt. Ich finde ich gut. Finde ich gut. Ah, unbekannt Weizen bist du. Der Mod wird nicht erkannt. Der Mod. Ich sitze im Zug. Achso, okay. Ja, dann der Zug wird nicht erkannt. Fahr zum Mappelfield. Scheiße, obwohl, wir haben ja diese. Mehr sinkt für unser Weizen. Ah. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier drüber fähr. Wir haben ja Fruchtzerstörung. Stimmt. Machst alles kaputt. Wir brauchen unbedingt Pflegebereife. Durchaus, ja. Wäre sinnvoll, aber naja.
vielleicht noch einmal zurück und dann haben wir wenigstens ein bisschen gedüngt. Oh shit. Ich glaube, wir kriegen ja mehr raus, als wir zerstören. Hoffe ich heute. Ja. Sonst haben wir ein Problem. Durchaus. So. Wieso fährt der Zug so langsam? Weil du kein richtiger Lokführer bist. Das musst du verstehen. Weil ich gerade auch ein Tempomat nicht anhatte. Dein Zugtempomat, das ist eine Freiheit. Einmal Tempos. Keine Ahnung. Bei der richtigen Bahn machen die gar nichts, Lokführer. Sitzen nur da und schauen zu. Sind auch faule Schweine. Da hast du durchaus recht. So, da raus. Kann ja sogar rauszoomen, das ist der Wahnsinn. Abschalt des Bege. Passt. Dann fahren wir bei dem Feld nochmal drüber. Ich schätze einfach mal hier drüber so. Ja, da braucht man jetzt echt Schlepper mit Pflegebereifung, sonst macht man wirklich viel kaputt, gell? Ja. Jetzt macht das auch Sinn mit der Pflegebereifung dann. Oh, 13.000 und 1.770. Cool. Wie viel hast du abgeladen? Ich hab in mehreren Anhängern eingeladen. So ganz passt das ja nicht, was ich hier mache, aber naja. Der Dingerstreuer ist zu klein. Ja, passt schon. Ich dachte gerade, ich fahr sonst wo. Was machst denn du? Ich tu düngen. Also stimmt. Das ist ja nur mein Fahrzeug, das da auf der Karte steht. Ist ja kein Fall da. Du düngen, so grob halt mal ein bisschen das Feld. Besser als für nix. Mein Gott, ist der Zug schnell. Warum geht denn der Tempomat bitte nur bis 38? Der Zug kommt aber bis mindestens 70. Ne, weil ich wahrscheinlich auch einfach zu dämlich bin, Tempomat zu bedienen, genau. Kann sein. Ja, man müsste natürlich 2 und 1 nutzen und nicht Plus und Minus auf dem Numpad. Es ist ja so blöd. Was haben wir eigentlich noch im Silo hier drin? Nichts. Nichts. Ganz geil. Na komm, Junge, fahr. Vor allem, du switchst durch alle Fahrzeuge durch. Ja, da wollte ich ja. Ja, ist nicht so einfach, bis man es wieder gefunden hat. Ja, deswegen eigentlich dieser Fast Vehicle Switcher, da ist es gegangen. Ja, wenn ich jetzt dir wüsste, welche Taste das war, ich komme aber ja nicht in die Tastenbelegung, weil dieses Spiel ja so super ist. Wollen wir jetzt mal nichts dazu sagen. Ja. Also auf der einen Seite, LS ist ja durchaus. Da unten fährt er, da unten fährt er. Aber kleins, ganz Kleinigkeiten. Fällt mir schon noch sehr schön. So, heiz Mario da. So auf. Ich wollte anschalten, nicht runtergehen. Nein, genau jetzt, wo ich Dinger will, wächst der Scheiß. Ja, aber ist ja nur die erste Pflanze. Ja, aber wird ja trotzdem schon zerstört. Achso. Das ist halt die Frage, ob wir mehr rauskriegen, als wir kaputt machen, oder? Oh, ich denke schon. Abgestellt. Passt. Was ganz nervig ist, dass ja immer der Pickup an der gleichen Stelle steht. Der nicht gespeichert wird, das fragen.
Sonst sind wir ja wohl fertig.